Es gibt ja genug Menschen, die die Wichtigkeit der Fette für ihre Zwecke missbrauchen. Aber wir alle wollen die Wahrheit wissen, was wirklich im Körper abgeht und was eben mit dem vielen Fett, was nicht direkt verbraucht wird, passiert. Und diese Information, die gibt es heute. Guten Morgen! Wir alle lieben den Geschmack von Fett. Auch wenn wir instinktiv bei den Gedanken an Öle, Avocados und Fertigprodukte, ja vielleicht nicht so direkt zustimmen, so werden wir bei genaueren Hinsehen entdecken, wenn wir sehen, wo überall die Fette drin sind, dass nahezu jeder Mensch mit Fett angereicherte Speisen mag, dass ihm das bekommt und dass ihm das wohl ist. Bis zu einem gewissen Grad. Und das hat einen guten Grund. Sie sind wichtig. Fette sind wichtig. Aber ein zu viel an Fetten ist problematisch. In einem Video hatte ich die Untersuchung bezüglich der Auswirkungen auf das Krebswachstum dargestellt. Das findet ihr oben in den Infokarten. Heute noch ein paar mehr Informationen, da ja diese Fett ist geil Mentalität scheinbar wieder auf dem Vormarsch ist, quasi als ja, so Gegenbewegung zum High Carb. Warum aber Low Carb generell schlecht ist, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das etwas generalisierter betrachtet, das findet ihr auch oben in den Infokarten. Aber heute soll es mal ganz konkret darum gehen, was passiert genau mit dem Fett, was nicht gebraucht wird. Also was passiert, wenn man einfach ja gerne viel Fett zu sich nimmt. Ausgehend von YouTube Videos, die sagen, hey, nimm viel Fett zu dir, ist gesund. Und ja, also was nicht direkt als Fett verwertet wird bei uns, wird als freie Fettsäure im Blut zu den Adipozyten transportiert. Das, also die Adipozyten, das sind die Zellen des Fettgewebes. Dort werden sie als sogenannte Triglyceride eingelagert. Was dann passiert, das ist uns allen als Vorratslagerung für schlechte Zeiten bekannt. In der Medizin spricht man bei der Ausdehnung und Vergrößerung des Gewebes immer von einer Hypertrophie und einer Hyperplasie. Diese Einlagerung des Fetts ist aber nicht nur für die Vorratslagerung an Energie notwendig, sondern, wie viele nicht wissen, eine Art Schutzmechanismus, da freie Fettsäuren und Triglyceride im Blut viele negative Effekte haben. Sie werden ja im Blut transportiert erstmal zu dem Fettgewebe und dann eben aufgenommen. Aus gutem Grund. Erstens Lagerung von Energie, zweitens, dass eben das ein Schutzmechanismus ist, weil die negativen Effekte sozusagen dann nicht zum Tragen kommen. Wie zum Beispiel zelluläre Dysfunktion und Auslöser für einen sogenannten programmierten Zelltod. So, dieser Zusammenhang ist in einer Studie von Herrn Dr. Schaffer sehr gut dargestellt, die ich euch unten einfach verlinkt habe. Ich will da diesbezüglich heute nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil es wird so schon etwas komplizierter. Aber also wenn ihr das, diesen Zusammenhang wissen wollt, warum Triglyceride im Blut sozusagen problematisch sind, unten die erste Studie. Wenn nun sehr viel Fett aufgenommen wird und quasi ja, in den Adipozyten gespeichert werden muss, kommt es immer mehr, umso mehr Fett hineinkommt, zu einem vermehrten oxidativen Stress im endoplasmatischen Retikulum. Das endoplasmatische Retikulum, das muss man sich wie ein großes Kanalsystem mit Hohlräumen vorstellen, was durch Membrane abgegrenzt ist. Oder man sagt sich noch einfacher, einfach, das ist ein Bestandteil unserer Zellen. Ist erstmal egal, was es ist. Und oxidativer Stress bedeutet, dass im Körper sehr viele reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen vorhanden sind. Aber zu diesem Video, also oxidativer Stress und freie Radikale, da habe ich schon ein richtig tolles Video gemacht, das könnt ihr euch oben in den Infokarten anschauen. Also zu viel Fett bedeutet sehr viele reaktive Sauerstoffverbindungen, die zu Funktionsstörungen auf zellulärer Ebene führen. Das wäre sozusagen die einfache Variante. Und ja, und damit auch wieder zu einer verstärkten Freisetzung freier Fettsäuren führen. Warum, das komme ich gleich noch dazu. Aber auch verändert sich durch diesen Druck, viel zu viel Fett aufnehmen zu müssen, die Hormon- und die Zytokinausschüttung der Adipozyten. Hormone, was das ist, klar. Zytokine kennen vielleicht nicht, das sind Proteine, die das Wachstum und auch die Differenzierung von verschiedenen Zellen regulieren. Und da spielen eben die Zytokine, Name müsst ihr jetzt nicht wissen und merken, sondern nur mal gehört haben, ich hab's ja, deswegen sage ich es euch, Interleukin 6, TNF-alpha und MCP1 eine sehr, sehr große Rolle. Denn genau die werden in den Adipozyten vermehrt gebildet und führen zu einer Infiltration von Makrophagen in das Fettgewebe.
Auch das habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das hat ein Herr gelernt 2008 in einer Studie herausgefunden. Die ist auch, wie gesagt, immer unten verlinkt. Das ist die zweite Studie. Das ist auch immer sehr wichtig, dass wenn man etwas diskutiert, nicht irgendetwas erzählt, sondern auf einer wissenschaftlichen Basis oder einer, ja, von mir aus auch auf einer spirituellen Basis miteinander agiert. Es muss aber klar sein, um was es dann geht. Hier geht es um einen Stoffwechselvorgänge und eine, ja, eine wissenschaftliche Basis, warum ein zu viel an Fett schädlich ist. Auch wenn irgendwelche Idioten im TV oder Internet der Meinung sind, dass man ja aus der Tatsache, dass Fett essentiell ist, ableiten muss, dass wir gleich total viel davon essen können, weil es wichtig ist. Ja. Aber das ist doch Schwachsinn, den man hier auf 90% der YouTube-Kanäle zu hören bekommt. Und im Fernsehen, ja, ich will nicht sagen 100%, aber ist schon sehr, sehr hoch. Ausgehend eines richtigen Faktes wird einfach eine generalisierte Handlungsanweisung, mit der, ja, mit der sich möglichst ein hoher Anteil der Zuschauer identifizieren kann, präsentiert. Ja, aber wie gesagt, nicht bei mir. Zu viel Fett ist schädlich und heute gibt es konkretes Wissen. Aber ich schweife schon wieder ab. Wo waren wir? Zu viel Fett wird eingelagert. Die Einlagerung laut der Studie von Schaffer und Guilherme führt bei sozusagen immer mehr Einlagerung, immer mehr zu oxidativem Stress im endoplasmatischen Reticulum, also irgendwo in der Zelle. Dies führt zu Funktionsstörungen, indem Fettsäuren freigesetzt werden. Das ist Problem Nummer 1, weil die eben im Blut negative Effekte haben. Und Punkt 2 ist die vermehrte Freisetzung von den Zytokinen IL-6, TNF-alpha und MCP-1, die eben ein Eindringen der Makrophagen initialisieren. Makrophagen sind große Fresszellen, die in unserem Körper immer dabei helfen, tumoröse Zellen oder Bakterien abzuwehren. Wenn dies geschieht, also dass die Makrophagen initialisiert werden, dann, ihr kennt das vom Fieber, dann wird im Körper so eine Entzündung ausgelöst, die dabei hilft, diese Beseitigung besser ablaufen zu lassen. Aber wenn ihr ständig zu viel Fett fresst, dann sind ständig durch die Zytokine aktivierte Makrophagen am Start, die mal ganz platt ausgedrückt euren Körper reinigen müssen. Aber dabei der Körper ständig in einem Zustand der Entzündung belassen wird. Nochmal zu Punkt 1, das wollte ich nur sagen, dass die Adipozyten Fettsäuren freisetzen, ist das erste Problem und der zugrunde liegende Ablauf ist folgender. Die Adipozyten, die durch den oxidativen Stress, was ich vorhin gesagt habe, zu Funktionsstörungen neigen, die neigen dann auch dazu, sich mit freien Fettsäuren zu überladen. Das ist so einer dieser Merkmale dann dieser Funktionsstörung. Sie nehmen sozusagen immer mehr Fettsäuren auf, um diese sozusagen ja, einerseits energetisch, das ist die erste Funktion im Körper, als Energiedepot zu haben, aber andererseits eben auch den Körper zu schützen. Aber sie nehmen viel zu viel auf. Mehr als sie eigentlich, wenn sie sauber funktionieren, ohne oxidativen Stress, aufnehmen würden. Aber sie nehmen so viel auf, dass sie irgendwann sterben. Und dann setzen sie den Inhalt, wenn sie tot sind, wieder frei, den sie eigentlich binden sollten. Und das führt dann eben genau wie bei den Zytokinen zu einer Aktivierung der Makrophagen, die den ganzen Mist dann auch wieder aufräumen müssen. Und dann verstärken sie weiter diesen Entzündungseffekt. Ne? Letzter Zusammenhang kann unter der dritten Studie, die ich euch verlinkt habe, die von Elgazar Carmon, glaube ich hieß der, nachgelesen werden. Die durch einen zu hohen Fettverzehr belasteten Adipozyten tragen so wesentlich zu einer sogenannten proinflammatorischen, also entzündungsfördernden oder man sagt auch entzündungsprovozierenden Stoffwechsellage des metabolischen Syndroms bei. Metabolisches Syndrom ist quasi ja, so eine Art Sammelbezeichnung für viele stoffwechselbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum Beispiel wird dadurch auch die Insulinresistenz verstärkt, also zu dem hohen Fettkonsum. Das bedeutet, Diabetiker sollten besonders aufpassen, wenig Fett zu sich zu nehmen, ne? Und nicht wenig Kohlenhydrate, sondern wenig Fett. Aber natürlich ausreichend, das ist auch ganz wichtig, ne? Fett ist wichtig, ausreichend Kohlenhydrate. Nach der Einschätzung von Dr. Jacobs, sein Buch, was für mich persönlich das Beste ist, was über die Ernährung derzeit auf dem Markt ist, ich habe euch das unten auf jeden Fall auch nochmal in der Infobox verlinkt, ist dieser übertriebene Fettkonsum, der derzeit in unserer Gesellschaft vorhanden ist, vor allem in unserer deutschen Gesellschaft, einer der größten Risikofaktoren für die großen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vollgepackt mit Informationen und meine explizite Bitte an euch, wenn euch das Video mit diesem ganz auch tiefergehenden Wissen gefallen hat, dann gebt mir wirklich einen Daumen nach oben. Das ist meine einzige Orientierung, die ich so ein bisschen habe. Ne? Also von daher, bitte, euer Feedback ist mir wirklich wichtig für die Videos. Wenn ihr sagt, hey, das Video war richtig gut,
dann sagt das und dann freue ich mich. Und oder ihr sagt das, dass das Video richtig schlecht war, weil aus irgendeinem Grund, dann freue ich mich auch. Ne? Aber gebt Feedback, das ist mir wichtig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Ciao.